Ich habe in den letzten 15 Jahren hunderte von Sitzungen mit schamanischer Geistheilung und Lebensberatung durchgeführt. Und dazu gehört bei mir auch dazu, dass ich schaue, wer jemand ist, wenn er nicht gerade hier als seine Alltagspersönlichkeit, das heißt hier als Mensch rumläuft. Und da hat sich hier und da auch herausgestellt, dass viele eigentlich auch was anderes sind, als man jetzt so denken würde. Das ist eigentlich ganz, ganz lustig, wenn man das so betrachtet, aber dann doch nicht, wenn man es selber vergessen hat. Unter meinen Klienten und Klientinnen sind natürlich auch junge und alte Seelen aufgetaucht, aber überwiegend waren es junge Seelen. Was ist denn eine alte Seele? Weil Seele hat eigentlich kein Alter, aber doch kann man das irgendwie so alte Seele, junge Seele so ein bisschen einteilen. Alte Seele ist aus meiner Sicht heraus jemand, der sehr, sehr viele Leben als Mensch gelebt hat und deswegen sowas wie ein Profi im Menschsein geworden ist. Eine junge Seele ist dann jemand, der noch nicht so viele Menschenleben gelebt hat. Und es kann aber auch sein, dass derjenige, der hier als Mensch eine junge Seele ist, weil er wenige Menschenleben hatte, in einem anderen System, in einer anderen Erfahrungswelt voll der Profi ist. Das heißt, dort eine alte Seele, weil dort viele Erfahrungen gesammelt. Das heißt, es kann sein, hier ist jemand eine junge Seele, aber eigentlich woanders eine alte Seele. Und jemand, der hier eine alte Seele ist, ist vielleicht woanders eine junge Seele. Also so relativiert sich das etwas. Und ich habe zum Beispiel auch mal jemanden kennengelernt, der war von der Seele her auf vielen, vielen Welten sozusagen eine alte Seele. Das heißt, hat dort alles gelernt, was es zu lernen gibt, hat es dort sozusagen zur Meisterschaft gebracht und ist momentan hier auf der Erde zu finden, weil er gucken möchte, was es hier so gibt. Und also gibt es hier die verrücktesten Sachen. Oder jemand war mal in ganz anderen Erdenzeitaltern sehr aktiv, hat viele Leben gehabt, ist dann dort quasi zur alten Seele geworden, hat dann lange, lange Pause gemacht, so linear betrachtet. Und ist dann jetzt wieder als junge Seele da, weil ein neues Spiel angefangen hat. Das heißt, neues Spiel, neues Glück. Und andere Energie, andere Schwingung, anderes Menschsein. Und dann ist man wieder junge Seele, obwohl man als Mensch eigentlich mal eine alte Seele war. Also sowas gibt es da auch. Woran erkennt man eine junge und woran erkennt man eine alte Seele? Das ist das, was dich wahrscheinlich interessiert, warum du hier dieses Video geklickt hast. Das ist nicht immer ganz so leicht herauszufinden, wenn man das selber für sich so abschätzen möchte, weil die meisten Menschen, die liegen da mit ihrer Selbsteinschätzung gnadenlos daneben. Ich mache das über meine schamanische Herangehensweise, dass ich einfach auf eine höhere Bewusstseinsebene gehe, auf eine Ebene, wo diese Infos sind. Und da wird mir das einfach erzählt, wie das so ist. Und da kann ich das in Alltagskonstrukte übertragen und dann kann man das herausfinden. Also wenn man das selber herausfinden möchte, ein bisschen schwierig, weil viele verschätzen sich da. Am Ende ist es auch gar nicht so wichtig, aber für manche ist es interessant zu wissen, okay, wer ist man da, ne? Dass man sich so erinnern kann. Was bringt man, wenn man das weiß, ob man jetzt eine junge oder eine alte Seele ist? Eben, manchmal kann man mit seiner Situation, wo man im Leben steht, dann besser klarkommen, weil man einfach mehr versteht, warum man so ist, wie man ist. Gerade wenn man eine alte oder eine ältere Seele ist, eine fortgeschrittenere Seele auf der Erde, dann kann sein, dass man da eher ein bisschen einsamer ist, was erstmal nicht so schlimm ist, weil ältere Seelen sind gern eher für sich. Aber wenn man sich dann vergleicht mit anderen, kann sein, ich bin dann doch anders als die anderen. Und das kann dann daran liegen, weil einfach überwiegend junge Seelen hier auf der Erde rumlaufen. Oder Seelen, die nicht so gerne vorankommen wollen und eher nicht wertend gemeint, aber eher so vor sich herumdümpeln und keine Fortschritte machen wollen. Also, aus meiner Erfahrung heraus haben die meisten alten Seelen folgende Eigenschaften. Ich lese hier ab, ich habe das hier aufgeschrieben. Also die Eigenschaften von alten Seelen, wie ich das so sehe. Erstens, sie haben sehr viele Talente, nutzen sie aber nicht unbedingt. Das heißt, das sind Leute, die könnten alles Mögliche machen. Die sind oft sehr kreativ, sehr künstlerisch begabt oder mit irgendwelchen Sachen, aber sie nutzen sie nicht unbedingt, weil es uninteressant ist. Und man kann ja auch nicht alles machen. Zweitens, ihnen ist schnell langweilig, weil sie vieles schon kennen. Es kann sein, eine alte Seele steht
vom schönsten Sonnenuntergang, wo alle so sagen, wow, ist das toll. Und die alte Seele sagt, ja, ist ein Sonnenuntergang. Also das Seele so, habe ich schon Millionen Mal gesehen, so ist nichts Neues. Ne? Drittens, sie können sehr gut mit sich alleine sein. Die sind in der Seele so tief und haben so viel Erfahrung und haben Gespür dafür, wer sie sind, dass sie nicht immer nach außen gucken, um dort Bestätigungen zu bekommen oder dass sie dort einen Herdentrieb brauchen. Die sind einfach für sich und mit sich eher im Reinen und kommen da gut mit sich alleine klar. Viertens, wenn alte Seelen was gefunden haben, was sie tief anspricht, arbeiten sie sich in der Regel so richtig in die Tiefe vor. Das heißt, wenn da ein Thema ist, oh, das interessiert mich, dann nicht nur ein Buch lesen, sondern 10 Bücher lesen. Oder dann am besten gleich eine ganze Ausbildung machen, um das richtig verstehen zu können. Na, oder halt suchen, YouTube zum Beispiel, Internet durchsuchen, um viele Infos zu bekommen. Genau, ist auch ganz typisch. Fünftens, es sind oft eher einfache Menschen, die nicht nach viel Ruhm oder sowas streben oder Anerkennung, am ehesten nach Ruhe und nach einer sinnvollen Aufgabe. Deswegen würde ich sagen, so in der Regel findet man zum Beispiel in der Politik oder eher auf der Karriereleiter weiter oben eher jüngere Seelen, weil das da noch so, dass es da noch was ganz Tolles und was Neues und man kann über jemanden bestimmen und man hat was zu sagen, man wird gehört und so. Und für eine ältere Seele ist das einfach, da reicht es vielleicht auch, wenn sie einfach irgendwie in einer Waldhütte wohnen kann und da ein gutes Buch lesen und was Gutes essen und ein paar Beziehungen hat und irgendwas Schönes machen. Ne? Kommt ja darauf an, wo man da im Leben ist. Aber es ist eher so, dass es sehr einfache Leute sind und genau. Und sechstens, sie haben eine starke Verbindung zum Nicht-Alltäglichen und oder zur Natur, je nachdem, wer sie da sind. Aber dass sie so irgendwie ja, eine starke Intuition haben oder auch ja, so den sechsten Sinn, sagt man auch. Ne? Das ist bei älteren Seelen eher anzutreffen. Aber nicht unbedingt. Das kann sein, dass sich jemand da noch nie so richtig beschäftigt hat, aber trotzdem eine alte Seele ist. Siebtens, sie haben eine gewisse Seelenruhe im Hintergrund, die andere nicht haben. Da ist dann so eine gewisse Tiefe, so eine gewisse Ruhe, selbst wenn es die größte Krise auf Erden abgeht oder Katastrophe oder sie sind gerade in einem völligen Chaos, innen drin ist irgendwo hinten dran so eine bestimmte Ruhe, weil da das Wissen ist, es ist alles gut. Alles geht vorbei sozusagen. Und ich habe das hier nicht drauf auf der Liste, aber so der achte Punkt wäre vielleicht so, nehmen oder haben öfters mal eine Vorbildfunktion, auch wenn sie das gar nicht wollen, weil sie einfach ihr Ding machen, werden sie zur Vorbildfunktion oder viele nehmen ältere Seelen dann als Vorbilder, auch wenn die das gar nicht wollen. Die älteren Seelen, die machen einfach, was sie gut können, machen einfach ihr Ding und andere nehmen sie gerne als Vorbild. Das kann auch auftauchen. Ja, so wenn das dich irgendwie anspricht und du hörst, irgendwie passiert mir das auch, ich bin irgendwie auch so, dann bist du wahrscheinlich eher eine ältere Seele. Im Vergleich dazu nochmal jüngere Seelen, habe ich auch ein paar Sachen aufgeschrieben. Jüngere Seelen sind schnell überfordert. Das heißt nicht, dass alte Seelen nicht überfordert sein können. Aber jüngere Seelen, die sind eher mal überfordert und machen dann doch das, was alle anderen machen oder denken nicht nach und machen einfach. Aber es stimmt nicht immer. Ne? Das ist aber so eher, würde ich sagen. Zweitens, sie verstehen oft nicht, wie das Spiel läuft und sind daher in sich selbst gefangen. Also da, weil die Seelentiefe fehlt, also da... Mit Spiel meine ich diese Realität und wie das hier läuft und so. Die größeren Spielregeln sozusagen. Drittens, folgen gerne dem Herdentrieb. Nicht wertend gemeint, das ist einfach, was alle machen. Muss ja gut sein, also mache ich das auch. So, das sind eher junge Seelen. Na, sich so eher an die anderen dranhängen, weil das da wird schon sicher sein, wenn alle das machen. Die ältere Seele, die macht vielleicht einfach, was sie intuitiv spürt, was richtig ist, auch wenn alle anderen was anders machen. Viertens, junge Seelen oder jüngere Seelen machen viele Dinge, die ihnen und anderen schaden und denken nicht weiter drüber nach. Das ist auch eher jüngere Seele, die macht einfach und hat sich noch nie Gedanken darüber gemacht, was für eine alte Seele ganz klar ist. So, ne? Einfach so schon. Fünftens, werden schnell süchtig vom Leben. Adrenalin oder was es alles gibt. Sechstens, wollen größere Zusammenhänge nicht unbedingt wissen. Den kannst du alles Mögliche über Philosophie und Spiritualität und von anderen Dimensionen erzählen. Die wollen das nicht wissen. Die nehmen es vielleicht mal auf, so ganz interessant. Aber irgendwie
sagt das denen nicht so viel, die beschäftigen sich eher mit anderen Sachen. Kann aber auch mal sein, da gibt es eine alte Seele, die beschäftigt sich gerade auch nicht damit, die will auch nichts davon wissen, weil sie was anderes macht. Also es ist nicht immer so, aber so eher. Ne? Und siebtens, jüngere Seelen wollen entweder das Leben voll auskosten oder am liebsten gleich wieder abhauen. Also es sind auch solche, die noch nicht so oft Mensch waren, die kommen, kann sein, das ist so schlimm für die oder so überfordernd, dass sie am liebsten gleich wieder abhauen wollen. Also Leute, die herkommen, sagen, ah, was soll ich hier, ich will da weg. Das sind dann eher sehr junge Seelen. Kann aber auch eine alte Seele sein, die einfach merkt so, warum bin ich schon wieder da? Und hat es halt vergessen. Ne? Kann beides sein. Genau, das sind so die Punkte, die ich gefunden habe, wo ich sagen würde, eher ältere Seelen, eher jüngere Seelen. Genau, und dann, ja, oft haben alte Seelen auch in früheren Leben schamanisch gearbeitet, ne? So wie ich. Und so ist für mich immer cool, wenn in Sitzungen oder meinen Ausbildungen dann Leute auftauchen, die so ein schamanisches Erbe im Hintergrund haben, weil die können auf ein umfangreiches Wissen und auf Fähigkeiten, auf innere Kompetenzen in der Seele zurückgreifen, die man dann nur jetzt nochmal richtig ausbilden muss und dann gehen die voll ab. Und das ist dann eher so vielleicht auch Berufung. Aber das heißt nicht, dass wenn jemand so ein schamanisches Erbe hat, dass er auch schamanisch arbeiten muss, ne? Das ist freiwillig. Aber wenn da jemand Interesse hat und er merkt, so, ah, da ruft es mich, da ist was hinten dran, dann kann man da natürlich super ausbilden. Wenn das was für dich ist, wenn du das lernen möchtest, zum Beispiel auch bei mir, dann melde dich sehr gerne bei mir für eine kostenlose Beratung dazu und dann finden wir zusammen raus, ob ich dich da ausbilden kann. Und ja, vielleicht auch wird sich dann zeigen, ob du eher eine alte oder eine junge Seele bist. Wobei das, wenn man schamanisch arbeiten lernen möchte, nicht unbedingt die Voraussetzung sein muss, dass man eine alte Seele ist. Da kann auch eine junge Seele einsteigen und richtig gute Erfolge damit erzielen.